Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Karriere hier online mit Mike und Jan im Formel 1 Boliden. Guten Tag. Hi. Ja, es ist das dritte Rennen und wer es die regnet nicht, ja. Nicht gesehen hat, der schaut einfach oben unterm i nach und genauso auch, wenn ihr Jan und Mike verfolgen wollt. Die sind natürlich oben unterm i und unterm Video natürlich verlinkt und jetzt wollen wir rein in die neue Runde hier. Vietnam ist das, ne? Ich glaube ja. Scheißdreck. Habt ihr euer Auto angepasst? Wie Auto angepasst? Ja. Ach, ja. Auto angepasst. I know what you mean. soll ich? Hast du gemacht? Verrate ich dir nicht. Spaß. Du hast es safe vergessen. Hast du vergessen? Ich sag's dir nicht. Ach, du bist so ein Arschloch. Musst du im Video gucken. Leute, oben rechts in der Infokarte bei Mikes Video bei mir vorbeigucken. Ja, nee, gerne. Hier ist natürlich bei mir und bei Jan und bei Micha und überall sind die verlinkt, ist ja ganz klar. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Das einzige Problem ist, dass wenn ich jetzt mein Setup ändere, dass sich das Auto nochmal anders fährt. Das finde ich nicht so lecker eigentlich. Aber ganz ehrlich, also immerhin regnet es nicht, aber ganz ehrlich, also bei mir ist es auch so. Es ist natürlich bisher gut gelaufen für mich und ich bin auch du hast sogar Punkte geschenkt bekommen. Bisschen fitter als ihr, aber nichtsdestotrotz ist die Strecke sehr, sehr schwer und ich bin sie noch nie gefahren und das wird mich killen. Weil es ist natürlich weder, was ihr für Zeiten gefahren seid, noch was ich jetzt fahre. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt komme ich hier sehr weit raus. Als ich das gesagt habe. Ja, ich sehe gerade, eine Sekunde hätte ich es vielleicht schneller geschafft. Damit wäre ich aber auch nicht nice. In der Gruppe gewesen. Saugeil. Das ist so ein Prank. Ich hasse das. Oh, jetzt weiß ich nicht, soll ich nochmal eine fahren oder nicht? Hey, du hast doch noch ganz viel Zeit. Das ist ja schon fast so wie Michael in Australien. Ist so auf Platz 6. Hat auch irgendwie so 10 Minuten Zeit, ja, soll ich nochmal fahren? Ey, es war ein Fehler, so minimal der Unterschied. Ich glaube, ich bin 0,02 hinter Verstappen, hinter Platz 1. 0,02. Wegen einem scheiß Fehler. Da wäre ich locker. Ich weiß 1, gar nicht, wie man nur einen Fehler auf der Strecke haben kann. Ich wäre locker 1-2 Zehntel weiter vorne. Die ganze Strecke ist ein Fehler. Ja, gut, ja. Ich war jetzt nicht so gut, aber das war halt schon ein ausschlaggebender Fehler, das ist halt das Ding. Ich bin deutlich schlechter als in meiner ersten. Also ich werde wieder nichts packen. Ich rutsche auf jeden Fall noch ab. Also das war nicht so ein gutes Qualifying. Und das macht mir auch ein bisschen Probleme. Also was heißt Probleme? Klar, ich kenne die Strecke nicht. Das ist wahrscheinlich das allergrößte Problem. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Aber... Oh, nice. Nice. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt auf Platz 5 zu starten, ist schon relativ mittig. Wenn ich nicht gut starte, werde ich da nur eingeholt, dann bin ich mitten im Pulk. Und das auf dieser Strecke wird interessant. Auf Monaco kann ich mich immerhin auch ein bisschen weiter vorne platzieren, wenn jetzt nicht gerade mal mein Auto kaputt ist, so wie eigentlich doch schon immer. Oh, ich habe mich ein bisschen vorbeigeschlichen, aber komme auch weit raus. Ich fahre gerade nebeneinander mit wem auch immer, Vettel irgendwie, glaube ich. So schlimm. Muss da auch ein bisschen Platz. Ich habe Plätze eingebüßt. Ich bin jetzt Platz 15. 19, von Platz 19 auf Platz 20 jetzt erstmal. Weil ich wollte jetzt auch nicht gerade kritische Zusammenstöße, so wie, Alter, sind die ja langsam. Okay, roter Frontflügel. Alter, die standen gerade in dieser Scheißkurve. Das ERS lädt halt irgendwie in 6 Runden 10% und du kannst einfach alles innerhalb von einer Geraden verpulvern. Ja. So krass. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt gerade mal so weiß nicht, ob ich gerade einfach besser fahre oder ob ich einfach gerade so langsam bin und dadurch durch diese schnellen Kurven durchkomme und dann zack, Frontflügel. Geil. Hab's ja gesehen, wie einen gelben habe ich jetzt auf der rechten Seite. War bis jetzt eigentlich, glaube ich, noch okay. Will dafür jetzt nicht nochmal an die Box. Weil 4 Boxenstopps, da hört dann der Spaß, glaube ich, auf.
Was für ein Spaß. Ich meine, ich bekomme eh keine Punkte, also... Oh ja, Doppelgelb jetzt. Hast du gar Spaß oder warum sagst du Spaß? Ich habe keinen Spaß, aber also... Das ist gerade für mich sowas von anstrengend. Boah, und da war die Bande ja holy shit nah. Alter, ich wäre fast straight drauf zugefahren. Also ich bin straight drauf zugefahren. ABS hat auch noch schön blockiert. Okay, Abstand zum Team. Falls jemand von euch irgendwie Vettel, Leclerc, Bottas und so sieht, sagt mir mal bitte, auf welchen Reifen die gerade sind. Naja, bei mir auf jeden Fall sehe ich, ne, ist ganz klar. Ja, ich bin ganz knapp hinter Vettel. Naja, die waren gerade an der Box. Achso. Die müssten irgendwo auf 10 rauskommen oder 12 oder noch weit, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Abstand die hatten. Ich versuche jetzt so lange draußen zu bleiben, um quasi nochmal einmal auf Gelb wechseln zu können. Hä, was? Ja, damit ich halt jetzt nicht nochmal zweimal in die Box gehen muss, weil es gibt ja nur einen weißen Reifensatz. Was lustig ist, ich habe halt keine Bestzeit. Die hat halt Verstappen und die werde ich auch nicht mehr knacken jetzt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Also Leute, ich habe gerade hinter mir Verstappen. Und das ist der, der die schnellste Runde hat. Und das ist das große, große Problem, weil der einfach unglaublich viel schneller ist. Auf frischen Mediums vor allem. Und auch hier im dritten Sektor. Also er ist richtig nah dran und überholt mich wahrscheinlich gleich. Ah, Grosjean ist jetzt auch gerade nochmal an der Box. Also wenn ich den Boxenstopp nicht gemacht hätte, hätte ich ihn vielleicht überholt. Aber jetzt bin ich auch an der Box. Grosjean habe ich geknackt. Scheiße. Den habe ich überholt. Mein Reifen ist geplatzt. Nein! Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Was, echt? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Wie, weil hatte der zu viel Dings oder wie ist der Reifen geplatzt? Ich bin gegen die Wand gekommen. Ah. Ja, okay, kann ich das Rennen vergessen. Super, das ist ja geil. Verstanden, geht in Ordnung. Oh, ich bin rausgekommen, erstmal direkt blaue Flagge. Danke. Ja, danke, ich bin da. Echt, bist du das? Ja, aber ich kann ja nicht fahren. Ah, ich dachte schon jetzt. Ja, gut, dann tschüss. Bretter jetzt einfach, ist mir egal. Ja, man muss halt nur aufpassen, dass du halt dann keine Wand berührst. Aber ich fahre gerade 220. Genau. Ja, wenn man nur gerade kann man schon relativ schnell fahren. In echt geht das natürlich nicht, aber... Du hast einen Platten im rechten Vorderreifen. Plattfuß im Reifen vorne. Ey, rechts. Das ist doch scheiße, dass mir das jetzt auch mal passiert. Das Rennen ist sowieso so schwer. Aber dass du nicht einen Flügelschaden hast, sondern nur den Reifen. Ja, hab ich doch. Achso, du hast auch einen Flügel. Ich bin halt seitlich so gegen die Wand. Der Flügel ist halt jetzt nicht krass beschädigt, aber schon ein bisschen. Ich dachte, ich habe einen Boxenstopp weniger als alle, wenn ich jetzt auf weiß gehe anstatt auf gelb. Hätte ich auch, ich war auf Platz 3 plötzlich. Eine Reifenpanne, eine Reifenpanne. Alter, wie oft will der mir eigentlich noch sagen, dass mein Reifen kaputt ist? Merke ich nicht! Alter, schon wieder. Also wirklich, die Strecke ist einfach hässlich, kannst du sagen. Digga, ich, wie ich fahre, ne? Das ist so lustig. Das ist so lustig, im dritten Sektor. Oh Gott, oh Gott. Alter, Ricardo fährt so close an mir vor... Digga, was ist das für eine scheiß KI? Die fahren mich einfach weg. Die rammen mich komplett. Ich halte die Leute übrigens gerade für euch auf. Ich kann nichts tun, es tut mir so leid. Ich bin jetzt an der Box. Aber das kannst du vergessen. Du bist fast so schnell wie ich ohne Reifen gefahren. Das kannst du trotzdem vergessen, nicht jetzt, das Rennen ist gelaufen halt. Fuck! Auf welchem Platz bist du? Ja, ich fahre jetzt so langsam wie Micha an die Box mit einem km/h. Ich bin safe letzter gleich. Ach, ist das lächerlich, guck dir mal an, wie der in die Box reinfährt. Ich war auf Platz 3 und jetzt so eine Hurenscheiße. So eine Dreckstrecke hätte ich gar nicht fahren müssen von Anfang an, wenn ich das gewusst hätte. Weiß gar nicht, Mike, hattest du mich auch überrundet? Also, ja, ich hätte dich überrundet. Ah, ne, ja, stimmt, weil der Abstand steht ja. Ja, hättest, aber ja. Also, wenn ich keinen Schaden hätte, hätte ich dich überrundet, ja. Scheiße. Gelbe Flagge. Flügel kaputt. Achtung, Teile auf der Straße. Nice, okay, und ich komm dahin. Aber warum virtuell, du Hund? Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten.
ein echtes Safety Car wäre echt cool. Weißt wo liegen denn die Teile? Ich fahre jetzt gleich safe drüber. Ich bin... Nee, kannst vergessen. Ihr habt mich gleich. Ja, das sowieso. Das musste natürlich genau nach der Boxen Einfahrt passieren. Also ich glaube, wir sehen uns gleich an. Ich lass dich vorbei. Schaffst du's? Nee, noch nicht. Ah, jetzt, ja, geh weg. Danke dir. Danke dir. Jo. Das hat ja keinen Sinn. Was soll ich die Position verteidigen mit einem Auto, was keinen Flügel hat? Ja. Wenn ich jetzt mein Auto nicht richtig kaputt machen können, um. Ja, hätte mich nicht vorbeilassen müssen. Ich fahre in die Box. Ach Mann, einer von euch hätte doch mal ein richtiges Safety Car auch aus. Nein, ich hatte jetzt keinen Schaden. Ich habe nur gesehen, dass ich eine Durchfahrstrafe habe. Er hat es mir nochmal angezeigt. Nice. Er hat mir angezeigt, du hast eine Durchfahrstrafe. Fahr bitte in den nächsten 2-3 Runden an die Box. Da Runde 21, nächster Boxenstopp und leider schon wieder mit einem Flügelschaden. Also ich sehe dich gleich an, wenn du noch. Na okay, du bist schon ein bisschen weiter weg. Aber dafür fahren wir die letzten 6 Runden jetzt auch auf roten Reifen. Wow. Ihr seid schon zu weit weg. Ich war ja auch dreimal an der Box. Du kommst jetzt gerade an mir vorbei. Bist jetzt an mir vorbei. Also ich fahr gerade los. Meine scheiß Durchfahrtsstrafe jetzt auch abgesessen. Noch ein Unfall. Mach Safety Car. Aber es wird euch freuen. Ah, ja. Ich bin raus. Und langsamer werden. Echt? Ist das ein echtes Safety Car? Ja, das ist es. Scheiße. Ist es, ist ein echtes. Ich hab mich voll verbrennt und mitten im Festnamen. Oh mein Gott, was war... Ach nee, das ist Micha. Ich dachte, das wäre Mike. Naja, es ist nur dann interessant, wenn es sie echt nach hinten haut. Nee, keine Ahnung. Ich sehe dein Auto jetzt. So weit nach vorne schaffe ich es halt nicht mehr. Ich bin halt auf 16. Wenn ich jetzt irgendwie auf 12 oder so wäre, ja, okay, aber... Ich war zwischenzeitlich auf Platz 3, deswegen fuckt es mich so ab, dass es jetzt dann doch so schief gelaufen ist. Ich bin direkt hinter Leclerc. Oh nein, jetzt blendet mich in echt die Sonne durch meine Rollos. Scheiße. Ja gut, aber... Aber Jan hat noch nicht mal Kimi. Ich meine, ich bin jetzt auf 14, was nice ist. Aber... Das sind trotzdem 4 Plätze in dann doch nur 2 Runden, die wir fahren. Ne, ich fahre halt auch wieder ganz normale, mein ganz normaler Rennpace. Ich kann halt nicht schneller fahren, also ich fahre so schnell, wie ich kann. Es ist halt so eine enge Strecke, da kann ich nicht 4 Leute so easy überholen. Und Verstappen lässt auch noch Lücke. Warum lässt du Lücke, du Arschloch? Du musst doch da so nah ran. Dass du direkt einen roten Frontflügel holst, so macht man das. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, roten Frontflügel habe ich auch die ganze Zeit. Also wenn Micha mir zuschaut, dann sieht er, dass da am Frontflügel auch nicht mehr ganz so viel dran ist. Ja, nee, ich bin gerade bei Mike, aber ich komme jetzt mal zu dir. Ja, hier ist doch gerade spannend jetzt. Ja, mir ist auch mal spannend. Du fährst ganz alleine. Mit der Wand. Oh ja, bei Jan fehlt so einiges am... Frontflügel. Da ist ja gar nichts mehr da. Ah doch. Ja doch, eine links Seite. Ist nur gelb, aber rot ist, rechts ist rot, ja. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. So, jetzt müssen wir den Restart. War er schon? Ja. Schade. Ah, beinahe wäre noch ein Safety Car gerade rausgekommen, aber... Gelbe Flagge, Sektor 3. Ja, das war mir. Durch mich. Ja, der wird auf beiden Seiten links. Genau, beiden Seiten links, beiden Seiten rot. Ah, ich will aber eigentlich nicht nochmal an die Box gehen. Weißt du was? Jo! Ja, Mann! Ist mir egal, Alter! Er fährt einfach! Voll die fette Abkürzung! Gut gemacht. Beeindruckende Leistung. Ich werde davon noch von dem Typen gelobt. Beeindruckende Leistung! Mach Platz! Ah! Drängelt sich da so durch! Jo! Jo! Punkte! Gib mir die Punkte! Boah, dritter Sektor, so schlimm. Und gleich kommt Safety Car. Kann passieren, ja. Fahren wir gleich wieder einen Reifen platt.
Boah, das wäre so schön, wenn Verstappen keine Punkte bekommt. Mike, du sollst dran vorbei, nicht knutschen. Ich, oh scheiße, mein DRS geht nicht, das ist doch so ein Prank. Das ist deine letzte, genau Runde, jetzt letzte nicht. Runde des Rennens. Aber du hast die Punkte. Ein, ja. Dann fahr jetzt noch eben die schnellste Zeit. Ja. Also zwei. Ja, stimmt, ich habe sogar rote Reifen, theoretisch. Wollte gerade sagen, ja, auf weiß, oder? Aber ich habe ja rot. Aber mehr geht nicht, leider. Aber immerhin, hallo. Das ist schon letzte Runde, oder? Ja, ja. Mike ist in der letzten Runde, ja. 5 Sekunden. Leider. Zum Vordermann hast du... Ja, 2,5 Sekunden. Ja, das kannst du vergessen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Dafür fahre ich echt zu so schlecht auf dieser Scheißstrecke. Aber Kimi Räikkönen ist zwar grau markiert bei mir, aber ist noch nicht als aus angezeigt. Was? Doch. Wahrscheinlich, doch, hat, doch, doch. Wahrscheinlich hat er geparkt in der Box. Er ist 100% raus. 100 Millionen Prozent. Falls nur eine Bestzeit, habe ich ja gesagt. Gelbe Flagge, Sektor 3. Was? Ja, das bin ich. Weg vor mir. Mach keinen Scheiß, Alter. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Aber Walls, aber ordentlich auf. Ja. Okay, alles klar. Scheiße. Jetzt ist Startziel und ich kann ihn nicht mehr überholen. Nein. Ja. Wie knapp. Renn vorbei. Ekelhafte Strecke. Oh, aber ich hab's geschafft. Du bist ins Ziel gekommen. Was, ich bin Sechster? Ja, auf Platz, auf Platz 16 sogar. Was? Ich war doch gerade 10. Was ist denn jetzt passiert? Ja. Wahrscheinlich haben die Zeitstrafen. Oder so, ja. LOL! Jawohl! Yes! Hab ich gewusst. Ist das hässlich. Oh, jetzt hat sich so gelohnt, da noch richtig ranzufahren, obwohl ich ihn nicht mehr überholen konnte. Boah, okay, Alter, Mike bleibt der Einzige mit Punkten. Wir sind trotzdem beide zu Ende gefahren dieses immer Mal. Punkte. Ja, das stimmt. Also erstes Rennen immerhin beendet. Ich bin der Einzige, der noch kein Rennen beendet hat. War schon ein und es wird nicht besser. Hässliches Rennen. Doch, China wird besser, China wird besser. Also, ich will nochmal gucken, ob ich die Bestzeit habe. Warte mal ganz kurz, da muss man mal weiterdrücken hier. Ja, weil ich habe echt eine gute Zeit gefahren eigentlich. Ah, nee, Bottas hat sie immer noch behalten. Ah, schade. Ja, Zeitstrafen. Aber ja, nicht viel. Ein Zehntel war es nur, dann hätte ich die Bestzeit auch noch geknackt. Naja, machst du nix. Für Durchfahrtsstrafe und für dieses ganze Chaos war es auf jeden Fall in Ordnung. Safety Car hat mich nochmal ein bisschen gerettet. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und China wird super. Hoffe ich zumindest. Ja. Und wir sehen uns. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ciao.